war schneller als ich. Hallihallo, wir machen heute einen kleinen Tagesausflug zum Alex. 10 nach 12 und ja, jetzt fahren wir ganz einfach mal los. Und da hinten hat keiner Winke-Winke gemacht, doch jetzt alles klar. Bis nachher, wenn wir beim Alex sind. Leute, es ist draußen so eine Hitze. Wir haben uns gleich wieder in die Werkstatt verdrückt. Tisch reingeschleppt. Ja, weil hier ist es eindeutig etwas angenehmer. Ob da Alex. Hey, Kuckuck. Ja. Hätte nachmachen, aber so mache ich das Vorstand. Einfach hätte nachmachen, gell? Das haben wir jetzt gleich gesehen. Unglaublich. Oh. Ja. Jetzt müssen wir nachher bloß noch den Grill herschleifen, aber dazu machen wir jetzt erst einmal wieder Päuschen. Und ja. Oderle, als kleinen Snack für den Anfang haben wir 2 Würstchen drauf liegen. Alex, was grillst du uns heute denn Schönes? Ich grill nicht, das macht der Herr Grill. Nein, das machst du heute. Was hast denn Schönes? Ach, die Rechte für die Rechte für die Rechte. Letztes Mal haben wir Steaks gemacht mit Zwiebel und Kräuter und Ei und frei. Na dann haust doch mal drauf auf den Grill. Es hat der Herr Grillschanki das letzte Mal mitgebracht und die Manu freut sich, dass sie jetzt grillen darf. Bitte schön, Sie sind eingeladen. Bitte schön. Ich mach mal Platz für Sie. Ja, gut. Meine Mutter grillt. Weil auch ein fauler Mensch kommt voran. Es kann ja nicht sein, dass ich immer grillen muss, oder? Manu, hier sind die Grillzange. Eigentlich wollte ich ja, dass der Alex einmal grillt, aber wenn er jetzt die Manu verhaftet. Aber ich bin. Unglaublich. Unglaublich. Mach die Kamera andersrum. Schaut alle zu. Ich bin so fleißig, ich mach den Grill sogar auf. Boah, aber heiß ist der. Übrigens noch ein bisschen. Ja. Oh je. Oh, jetzt sage, das machst du aber richtig klasse. Alter, nein. Die drehen wir aber jetzt gleich ein bisschen runter hier. Die 3 Brenner. Hast du gesehen? Ihr habt den 3. Brenner runter gemacht, so fleißig war ich. Hänge 2 Stück zusammen, ne? Oh, die taut gleich weg. Die sind gleich auseinandertaut. Lass so liegen und drehst dann um. Ja, was gefroren ist, das ist halt gefroren gewesen. Ja, macht ja nichts. Kann passieren. Alles gut. Bitte hinlegen. Soll ich da Hähnchenfüße rausholen? Ach, jetzt essen wir doch erst einmal die Steaks dann. War's das? Das war's schon. Okay. Deckel zu! Ach so, das muss ich auch noch machen. Natürlich. Tschüss! Ein paar Minuten. Das war's, ja. Ja, Leute, ein bisschen Spaß muss sein und naja. Schauen wir mal, ich dreh's dann schon um. So, Dale, jetzt holen sie gerade Teller. Also, ich habe vorher bloß die 2 Steaks auseinander. Das waren übrigens die Kotelett-Steaks. Auseinanderklabustert und erst habe ich gar nichts mehr sagen müssen. Hat alles die Manu gemacht. Und ich denke, jetzt sind sie dann gleich fertig. Dazu gibt es lecker Kartoffelsalat. Den werden wir dann gleich probieren. Ja, gucken wir mal, die kommen wieder. Dann guck doch mal. Ach, ihr habt den Gießer wieder aufmachen. Hä? Ich dachte, ich muss wieder aufmachen. Wenn ihr schon grillt. Und? Fertig? Ich würde sagen, äußer 40,5 Sekunden. Ja. Ein paar Minuten noch. Gut, dass wir einen Grill runtergedreht haben. Sonst wäre das alles etwas dunkler geworden. Ganz gut, dass die Kamera die ganze Zeit nicht gelaufen ist. Alex ist am Messerschleifen. Spatzel verteilt die Steaks. Und ich sag's euch, ich habe gerade schon probiert, den Kartoffelsalat. Der ist richtig, richtig lecker. Einfach nur in Essigöl. Richtig, richtig geil. Du musst, du bist nicht, du bist das nicht. Da brauchst du halt machen.
den her. Yummy. Definitiv. Hau ab, du blöde Fliege, mein Essen. Definitiv besser als das letzte Mal, weil die Gewürze natürlich jetzt noch viel, viel mehr Zeit hatten zum Einziehen. Auch im gefrorenen Zustand wirkt das Gewürz etc. pp. Aufs Fleisch immer noch ein. Das habe ich ja schon mal festgestellt. Und ja, einfach noch besser als das letzte Mal. Lecker. Wir essen jetzt aber. Ja, ja, so heiß ist es auch nicht. Oh. Und geschmacklicher Unterschied zum letzten Mal. Ja. Besser durchgezogen. Besser? Eindeutig das letzte Mal das Fleisch noch nicht lange genug eingelegt gewesen. Na gut, sechs Mal, ich mache. Dann gucken wir mal. Zwei Monate einfriere und dann wieder auftauchen. Ja, warum denn nicht? Schauen wir mal hier, was die Manu dazu sagt. Riechen tut es gut. Du musst das so reinlegen und dann mal hoch. Das sieht aus wie ein Aff. Macht nichts aus. Und? Oh. Kommt besser, gell? Mhm. Alina? Okay. Gut. Tja, Leute, das war's ja auch schon wieder mit dem kurzen Video. Tja, dann hat halt heute hauptsächlich die Manu gegrillt. Auch nicht schlecht. Im letzten Video oder im vorletzten auf der DGM hat ja Alina gegrillt. Den haben wir noch nie wirklich grillen sehen. Ich weiß gar nicht, ob der das überhaupt kann. Ja, du bist doch ein Schafsegel. Du hast ja schon mal gesagt, dass ich grillen könnte, war aber alles richtig schön schwarz. Genau, da war ja was. Ja? Und wer schwarz grillen kann, das ist der Schwarzgriller. So muss man das sehen. Naja, auf alle Fälle, wir werden hier jetzt nachher dann noch ein bisschen zusammenräumen, aufräumen wieder, Grill wieder zurück an seinen Platz etc. pp. Und dann, ja, war es das auch schon wieder mit dem Video. Einfach nur ein kurzes Unterwegsvideo mit ein bisschen Spaß und Alex dabei. Und viel Schwitz. Ja, oh, also. Batschnass. Ich sag dann mal Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Da hinten? Oh. Tschüss. Genau.